Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Sevo und ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Und Leute, in diesem Video gebe ich euch die besten Tipps, um ein gutes Referat bzw. eine gute Präsentation zu halten. Um keine weiteren Videos zu verpassen, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, ich kann euch helfen. So, als allererstes würde ich euch empfehlen, ein gutes Referat halten zu können, muss man sehr gut natürlich vorbereitet sein. Für die gute Vorbereitung ist es mein Tipp, ist, dass ich mir mein Referat komplett aufschreibe. Das heißt, alles, was ich sagen werde, Wort für Wort schreibe ich mir auf. Das nennt man auch Skripten. Also ich skripte sozusagen mein Referat. Habe ich immer in meiner Schulzeit gemacht, weil ich früher einfach nicht frei sprechen konnte. Ein Referat zu skripten hat mir dann sehr geholfen, um auch sofort die besten Formulierungen und Sätze bilden zu können, weil das natürlich bei der Aufregung vor der Klasse sehr schwierig sein kann, wenn man sich das vorher nicht überlegt hat. Deswegen würde ich euch empfehlen, euer ganzes Referat, alles was ihr sagen werdet, Stück für Stück aufzuschreiben und dies dann auswendig zu lernen. Das ist einer der besten Methoden, meiner Meinung nach, ein Referat gut zu halten. Halt, natürlich fangen wir ein Referat erst mit der Einleitung an. Zuallererst ist eine Begrüßung, zum Beispiel wie, wenn ihr es nicht so klischeehaft machen wollt mit sehr geehrte Damen und Herren, könnt ihr natürlich auch liebe Klasse oder sowas sagen. Kann man auch natürlich machen, vor allem wenn ihr noch in der 10. Klasse ungefähr seid, dann könnt ihr das gerne so machen. Damit eure Einleitung zum Referat nicht so krass langweilig wird, könnt ihr direkt Anspielungen machen, zum Beispiel auf euer Plakat, wenn ihr eins gemacht habt. Dann könnt ihr sagen, ja, wie ihr bereits anhand meines Plakates ablesen könnt, geht es heute um dieses und dieses Thema. Könnt ihr einfach so eine Einleitung beginnen. Danach folgt direkt eine Gliederung, was ihr in diesem Referat überhaupt sagen werdet. Für diesen Punkt, wenn ihr das nicht sagt, dann können eure Zuhörer nicht ganz genau verstehen, was noch kommt und wann das Referat zu Ende geht. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist immer sehr wichtig, weil eure Lehrer je nachdem benoten werden, was für Themen ihr behandelt habt und ob das Referat überhaupt vollständig ist. Wenn ihr das nicht macht, dann verliert ihr schon ziemlich viele Punkte, ehrlich gesagt. In der Einleitung zu sagen, was dran kommt, kann immer sehr hilfreich sein. Ihr solltet natürlich auch nicht sagen, erst machen wir das, dann das, dann das, sondern genau, heute informiere ich euch über dieses Thema. Als allererstes machen wir das, das, das. Danach kommen wir zu dem und dem Thema. Und zum Schluss gebe ich dann meine persönliche Meinung ab. Könnt ihr zum Beispiel sagen, ich persönlich finde, es ist immer ein sehr guter Punkt, eine persönliche Meinung am Ende des Referates abzugeben, weil ihr habt euch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ihr wisst alles sozusagen über das Thema. Und wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann ist es immer natürlich sehr gut. Dann kann auch die Lehrerin feststellen, dass ihr euch damit beschäftigt habt und es nicht nur vortragt, weil ihr es vortragen müsst, was man eigentlich natürlich macht. An eurer Stelle würde ich das Referat nicht mit dem Satz beenden, hat noch jemand eine Frage? Weil dann entsteht eine peinliche Stille und meistens fragt dann niemand irgendwie was. Nachdem ihr dann eure Meinung gesagt habt, könnt ihr dann sowas sagen wie, falls noch jemand eine Frage hat, kann er die gerne stellen. Ansonsten wäre das Referat hier zu Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit oder danke fürs Zuhören, wenn ihr es ein wenig lockerer angehen wollt. Das waren jetzt einige Tipps zum Inhaltlichen. Nun kommen Tipps, um euer Referat auch gut zu präsentieren. Erstens, ihr solltet einen festen Stand haben, gerade stehen, nicht so wie ich jetzt hier so quer und knapp so, sondern schön gerade stehen. Und ja, ich passe gerade nicht so schön ins Bild rein, deswegen mache ich mich ein bisschen kleiner. Und ja, also auf jeden Fall gerade stehen. Hände sollten zu sehen sein. Ich würde sehr empfehlen, damit ihr mit euren Händen nicht so rumwackelt, wie ich immer in meinen Videos, solltet ihr einen Stift zur Hand nehmen. Ich hatte gerade keinen anderen Stift parat. Wenn ihr einen Stift habt, dann könnt ihr ihn einfach so halten und eure Hände sind dann zu sehen und ihr seht auch einfach ganz normal aus. Und ihr seid dann auch nicht so zimperlich, weil ihr dann den Stift festhalten könnt. Ja, ich weiß, manche werden sagen, ja, das bringt doch nichts und so. Ich dachte das auch als allererstes, als ich das dann ausprobiert habe. Ich konnte nie wieder ein Referat ohne den Stift machen, ehrlich gesagt, weil mich meine Hände zu sehr ablenken, weil ich nicht weiß genau, wohin mit meinen Händen. Genau, apropos Hände. Natürlich sollten die Hände nicht in der Hosentasche sein, nicht eingeschränkt oder irgendwie irgendwas. Einfach präsent und offen aussehen. Nun kommen wir zu einer der wichtigsten Punkte und das ist der Blickkontakt. Ein sehr unangenehmer Moment, wenn man Blickkontakt aufbauen möchte beim Referat. Denn eure Mitschüler oder eure Freunde werden wahrscheinlich grinsen, wenn ihr redet und dann in ihre Gesichter schaut. Und dann müsst ihr selber kichern und dann ist das nicht so nice. Aber um dieses Problem zu umgehen und um einen guten Blickkontakt aufzubauen, so dass auch eure Lehrerin merkt, solltet ihr euch drei Punkte im Klassenzimmer aussuchen. Ich würde immer empfehlen, einen links, in der Mitte und rechts. Und um einen Blickkontakt sozusagen aufzubauen, würde ich euch empfehlen, knapp über den Kopf eurer Mitschüler zu gucken. Und dann kommt ihr nicht im Blickkontakt, ihr guckt dran vorbei, aber dennoch sieht es so aus, als würdet ihr Blickkontakt sozusagen aufnehmen und könnt dann euer Referat in Ruhe halten. Laut reden ist immer ein Punkt. Wie ich euch gerade gesagt habe, wenn ihr euer Referat geskript habt, dann wisst ihr auch ganz genau, wie ihr reden müsst und dann könnt ihr auch sehr laut reden. Wenn man jetzt zu sehr nachdenkt, wie man reden soll oder etwas formulieren soll, dann kann es sein, dass man etwas leiser redet.
weil man möchte ja nichts Falsches sagen. Als nächsten Punkt hätten wir dann noch, falls ihr ein Plakat habt, würde ich empfehlen, euer Plakat nicht irgendwie hinzustellen oder so, weil es in eurer Präsentation eventuell runterfallen könnte und es euch dann rausbringen könnte. Ich würde empfehlen, dass ihr eine Freundin fragt, ob sie das Plakat einfach halten kann, während ihr die Präsentation macht. Dann kann euch das eine kleine Peinlichkeit auch ersparen und ihr seid dann viel konzentrierter bei der Sache. Als allerletztes der Punkt Notizen. Solltet ihr Notizen mitnehmen? Weil ich immer meine Referate geskriptet habe, hatte ich nie, und ich wiederhole, nie Notizen dabei. Dennoch hatte ich mein Skript dabei, also der Zettel, auf dem ich alles aufgeschrieben habe, was ich sagen werde. Während des Referates habe ich mein Skript einfach auf den Pult gelegt. Ich habe angefangen zu sprechen. Wenn ich rausgekommen wäre oder bin, dann habe ich einfach kurz drauf geguckt, wusste wieder, was ich sagen möchte und konnte dann somit weitermachen. Das waren die Tipps, Leute. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen haben, dann könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich wünsche euch viel Erfolg und ciao.